Prost. Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Pineview Drive mit dem Baume und der Schubladentrollen. Prost! Ja, wirklich Prost. Ich brauche so trinkend Bier hier. Wenn ihr das komisch findet, dass hier einer ein Spiel spielt und im Hintergrund wer völlig anderes quatscht, dann guckt mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr die Person, die im Hintergrund quatscht und macht mal beides gleichzeitig an. Das macht super viel Sinn. Ich glaube, das haben sie mittlerweile verstanden. Das ist jetzt Part, keine Ahnung, 18, Tag 18, 17. Wo müssen wir hin? Ja, gute Frage. Oh, bei mir ruckelt's immer. Oh, dieses scheiß Haus, so fucking groß. Und warum haben wir immer keine Schlüssel? Ich bin das nicht gewohnt. Ich finde das schlimm, dass wir ohne Schlüssel starten, ja. Sag mal, hat sich das Bild verändert? Sah der schon immer so kaputt aus? Ey. Ach so, nee, ich hab nichts gesagt. Tut mir leid. Ich gucke erstmal, ob der Clown noch da ist. Ich finde, das ist immer das Wichtigste. Was hat er denn eigentlich in der letzten Notiz gesagt? Ja, das ist schon irgendwie mittlerweile ein bisschen komisch hier im Haus, so, dass da Dinge geschehen. Ja, stimmt. Langsam beunruhigt es mich nach 2 Wochen dann auch mal. Oh, Fake Arnold, vielen Prost, Dank, dass du mich... Einschaltungszeichen. Oh, Fake Arnold, du hast meine liebe Ansagefrau durcheinander gebracht, die den Text vorliest. Danke für die noble Spenderbulierung. Hör ich hier so ein sonores Brummen, denk mir so, oh Gott, jetzt geht alles apeshit, ist das wieder nur irgendwas auf der Straße, Alter. Das können wir doch nicht machen. Okay, da geht's nicht drauf. Ach, okay, hier war der neue Bereich. Ich gehe jetzt auch erstmal in den neuen Bereich. Die Tür ist verschlossen. Es ist so schlimm, wenn du so ein Part ohne Schlüssel startest. Ja, bisher sind wir immer ohne Schlüssel gestartet, kann das? Nee, am Anfang halt eben nicht. Da haben wir in dem letzten Raum meistens einen Schlüssel gefunden, mit dem wir am nächsten Tag starten konnten. Vor allen Dingen, was soll ich denn hier machen? Ich weiß doch, dass hier alle Türen dicht sind. Boah, ey, das ist so verwirrend. Boah, ey, ich will übrigens echt überhaupt gar nicht mehr raus. Also ich weiß nicht, warum du das mit diesen Fledermaus-Gargoyle-Dingern da so eiskalt weggesteckt hast. Ich glaube mal, du hast sie einfach nicht gesehen. Ich habe einfach mittlerweile so einen Tunnelblick. Ich sehe halt nur noch, okay, ist hier irgendwie Schlüssel, leuchtet irgendwas rot, kann ich irgendwas benutzen. Ich will das... Meine Psyche stößt die Atmosphäre dieses Spiels einfach ab. Du hast da einen verdammt guten Schutzreflex, also... Am Anfang warst du... Ich glaube, du hast vom Anfang einfach so einen Overload gekriegt. Was war denn das gerade für ein Schatten? Boah, ey, die Schatten sind unnatürlich. Im Bad hatten wir das letzte gefunden, nicht? Genau, da war ich nämlich auch gerade. So, nichts passiert. Wie viele Uhren haben die denn? Muss man denn an jeder Zimmerecke wissen, wie spät es ist? Und ja, wir irren jetzt einfach wieder so lange durchs Haus, bis er uns sagt, wo wir hingehen müssen, ne? Ja, Hackinator, soll ich das für euch ruckelt. Auf Twitch bzw. in der Aufnahme ein bisschen heller machen? Weil ich habe gerade das Gefühl, ich sehe mehr als ihr. Das liegt doch daran, dass die Monitore unterschiedlich eingestellt sind. Weißt du, das kommt jetzt nach der Hälfte des Spiels, kommt das sehr zeitig, die Frage. Aber ich dachte mir, dann kann ich mal aus dem Spiel raustappen und was anderes machen, bis der Baum mit die Lösung findet. Irgendwas. Der Stream ruckelt leicht. Was stimmt mit der Uhr nicht? Hat sich bei mir jetzt wieder genau eingefangen? Gesehen. Bei der Uhr? Welche Uhr? Was für eine Uhr? Oh, wie viele Türen hier noch verschlossen sind. Das ist so unglaublich. Knirscht wieder irgendwas. Ich will nicht raus. Mein Spiel ist... Warum... Ist abgeschlossen. ...minimiert sich das? Nein, es hat sich nur minimiert. Oh nein! soll ich es dir verraten? Soll ich sagen? Was? Was denn? Kennst du das Buch? Er ist wieder da? Ja. Ja? Wir haben gerade das Gegenteil. Er ist wieder weg. Ach nö. Und liegt da wieder ein Schlüssel? Nee. Muss ich hin? Er ist undankbar. Weiß ich nicht, ob du da hin musst. Also bei mir ist er weg. Einfach nur weg. Ach so, das war wieder der Bug mit dem Baum hier. Tja, dann gehe ich ihn mal suchen, ne? Scheiße, wo kann der nur sein? Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Aber ich will den Clown nicht suchen gehen. Ich bin oben drüber. Kleiner, haariger Bastard. Klick, klack, Taschenlampe nachgeladen. Hallo?
Hallo, hallo? Ich mag das mittlerweile einfach viel lieber, wenn es dunkel ist, weil dann sieht man die Dinge nicht so, die passieren. Ich habe Hummeltitten auf dem Rücken, schalala. Ja, moin, er ist halt weg, ne? Ja. Klar. Ich suche ihn gerade, weil mir fällt nichts Besseres ein. Also, already, weil du schreibst, bei mir das Spiel läuft gerade wieder ruckelfrei. Das hat am Anfang beim Reintappen immer so ein bisschen Probleme. Aber ich merke, dass mein Upload gerade ein bisschen hängt. Und da kann ich leider nicht viel dran machen. Das kann sein, dass Kabel Deutschland einfach gerade wieder ein bisschen Hänger drin hat. Es ist Primetime, viele Leute gehen jetzt hier in der Straße ins Internet. Oh Gott, ich gehe nicht raus. Ja, und ich habe leider nicht so den tollen Provider, darum... Geht das nicht an? Warum kommt hier Spooky-Musik, wenn gar nichts passiert ist? Keine Ahnung, vielleicht passiert ja irgendwas, wir kriegen das nur nicht mit. Na, hoffentlich. Jetzt rück schon wieder durch dieselben Scheißgänge. Öffne dieselben Scheißtüren. Guck mir dieselben Scheißmöbel an und nichts passiert. So, ich mach nochmal die Spieluhr an. So, ich gehe jetzt nochmal nach ganz oben. Alter, wo war denn nur diese Abstellkammer? Der wird doch bestimmt dann irgendwann wieder sagen, ich höre da ein paar Kinder auf dem Dachboden. Ja, soll er doch mal machen. Ich laufe hier halt wirklich immer die gleichen Wege lang, was den Vorteil hat, dass ich mich dann vielleicht mal irgendwann hier auskenne. Ich kann mir nicht helfen, aber das hört sich so an, als wäre da jemand oben im Kinderzimmer. Genau jetzt hat er es gerade bei mir gesagt. Ich kann mir nicht helfen, aber das hört sich so an, als wäre da jemand oben im Kinderzimmer. Und ich bin gerade auf dem Weg zum Kinderzimmer. Jetzt sagt das bei mir auch. Wo ist denn das Kinderzimmer gleich? Das war, boah, wenn du das alte ganz oben nimmst, sozusagen. Das war... Wo du über den Quergang rüber gehst, so oben die... Da, wo dann erst das zweite gemütliche Wohnzimmer kommt. Weißt du noch? Ja, Knarz, Knarz. Ich glaube, dass hier das Kinderzimmer war. Ach nee, wir hatten noch ein anderes Kinderzimmer gefunden. Scheiße, stimmt. Ich wette, das jetzt... Also war das... Oh, sag das doch nicht. Alter, Moment mal, ich muss mich mal kurz ein bisschen im Kreis drehen, damit meine Maus nicht dauernd... Okay, woher bin ich? Wo bin ich jetzt hergekommen? Scheiße. Wenn das mit der Maus so komisch ist bei dir, dann musst du mal kurz ins Optionenmenü gehen, irgendwas rumklicken und dann wieder weg. Dann ging's bei mir dann wieder. Ich versuche gerade das Zimmer zu finden. Aber das war doch nicht da, wo wir die ganze... Oh Gott, wo war das? Ja, ich überlege auch gerade. Oh, das war nicht in dem neuen Bereich, sag ich mal. Sondern nee, das war doch irgendwie da in dem Eck. Wenn du in dem hinteren Eck nach oben gehst... Warte mal, was war denn das? Das Zimmer über dem Clown, ja? Da, wo das Bad ist. Da ging rechts doch so eine Treppe hoch. Ja, hab's gefunden. Neben dem Schachzimmer. Die Treppe hoch und dann, glaube ich, gleich nochmal hoch. Ey, und die Musik wird immer schlimmer hier. Hier drin war das nicht. Aber... Und da kommst du oben, glaube ich, in einen ganz langen Gang. Und da gibt's... Ich hab's Kinderzimmer gefunden. Gott... Warum? Ganz nach oben? Ja, ne? Boah, wehe, da sitzt jetzt der Clown im Bett. Nein, nein, tut er nicht. Oh Gott. Ist das nicht das Kinderzimmer? Der sitzt da nicht? Nein, nein. Es versucht dich zwar zu gruseln, das Zimmer, aber oh Gott. Aber es ist nicht der Clown. Boah, also echt, mit sowas komme ich klar. Damit komme ich gerade so noch klar. Weißt du was? Ich glaube, der Clown hilft uns tatsächlich gerade. Indem wir immer an den Clown denken, freuen wir uns voll, wenn was nicht so Schlimmes passiert. Hey, wir haben den Schlüssel. Yay! Was können wir damit jetzt machen? Oh Gott, hier oben hatten wir alles offen, ne? Machen. Wer ist das da? Mad Hat? Der Mad Hatter? Der Mad Hatter followed mich. Ich fühle mich geehrt.
Ich könnte übrigens einen neuen Head gebrauchen, der hier ist mittlerweile durchgeschwitzt. Ich check hier oben jetzt nochmal alle Zimmer ab, aber ich glaube, hier oben hatten wir wirklich alles schon offen. Ich glaube, da, ja. Ja, ja. Mann, das hatten wir schon. Alter. Das hatten wir auch schon. Ich laufe hier einfach im Dunkeln lang. Who the fuck has? Who the fuck? What the fuck? Hier waren wir auch schon. What the fuck? What the fuck? Hier ging's dann da durch. Was war hier? Hä, sag mal, wo ging's denn hier lang? Stimmt, das Uhrenzimmer. Das Uhrenzimmer. Du bist ja lustig. Ja, ne? Alles klar. Hier wird's geschissen. Heuer wird's geschissen. So, neuer Bereich unten. Ich gehe auch in den neuen Bereich. Ich fang gleich an. Also, beziehungsweise Mitte. Sag mal, stand hier mal ich nicht mehr ganz nach oben. Nee, hier stand immer eine Kanne. Gut. Die lässt den Kopf hängen. Dass du ja alles merkst. Nö. Die hatten wir schon. Verschlüsselt. Vielleicht? Nö. Oben geht auch nix. Was? Oben geht nix? Der Vollständigkeit. Oben geht nix. Muss ich noch ein bisschen im Kreis drehen? Entschuldigung. Scheiße. Sieht man ja eh nicht, ist ja eh alles dunkel. Oh. Also ganz oben ist nix. Da habe ich auch alles getestet. Wir hatten noch ein Zimmer im Erdgeschoss, wenn du Richtung Wohnzimmer gehst, auf der rechten Seite. So, wie komme ich denn? Wohnzimmer? Ja, na da, wo die Miets mal stand, wo das Piano steht und so. Du musst quasi runter durchs Fernsehzimmer. Hä, wann habe ich denn die Batterie nachgeladen? Na, egal. Au. Ja, in der Tat. Hab's gefunden. Was? Weiß nicht genau, wo es ist. Wo ist der verdammte Clown hin? Du hast gefunden, weißt nicht genau, wo es ist. Das, wo wir hin müssen. Wo kommst du denn her? Alter, ist das ekel. Oh Gott. Oh nee. Es ist eklig? Oh nee. Wieso ist es eklig? Oh, warum ist hier Licht an? Wann hab ich denn mal hier Licht angemacht? Nee, hier ist immer noch zu. Wo zur Hölle bist du denn? Wenn ich das wüsste, Mann. Jetzt machst du mich total fertig. Ich habe einfach Türen ausprobiert. Das ist gegenüber von wo was zerrissen ist. Warte mal. Oh, das ist ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp. Wenn man aus dem Fernsehzimmer kommt, ist da ja das mit der Couch. Mhm. Und dann gehst du in den Gang und direkt die nächste Tür, wenn du nach links gehst, ist es. Ich hab's. Super, danke. Wow, wow, wow. Okay. Wow, wirklich? Ich hab ihn gefunden. Ja, okay, alles klar. Darf ich mal hupen? Clowny? Was? Ihn gefunden? Ja, er sitzt auf dem Kühlschrank. Nee, ne? So, jetzt hat er aber gerade wirklich... Der sitzt da nicht. Bei dir nicht? Der dreht bei mir ständig den Kopf hin und her, der Sack. Saß der auf dem Kühlschrank? Hast du den Kühlschrank aufgemacht? Nein, noch nicht. Mach mal den Kühlschrank auf. Ja. Ist offen. Ich hab grad Schritte gehört. Ist er jetzt da noch? Er sitzt da immer noch, ja. Okay, bei mir war er bei mir nicht da. Und er dreht ständig den Kopf hin und her, sodass er mich nie anschaut. Er ist nämlich schüchtern. Bei mir ist er hier gar nicht. Oh, ich habe die Notiz gefunden. Mann. Können wir jetzt bitte die Seite nehmen? Ja. 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 Auf die Plätze. Fertig. Ja. Los. Diese Nacht hörte ich Linda schreien. Sie war sich sicher, dass sie die Vogelscheuche durchs Fenster gesehen hat. Ich habe nachgesehen. Oh nein. Draußen war alles ruhig. Nur draußen war alles ruhig, ey. Der kriegt so ein Bierzlepp, der Kunde. Tag 18. Tag 18. Noch 3 Tage, dann sind wir durch für heute. Oh. Jetzt sitzt da bei dir einfach der Clown auf dem Kühlschrank. Ich hab, als ich das geöffnet habe, habe ich noch so gedacht, so, oh, das klingt ja wie so ein Clownsnasenquietschen. Oh. Er war auch nicht bei dir, Trollend, ja. Er war nur bei Baum. Nur bei Baum. Ja. Okay. Weil du ihn die ganze Zeit. Weil ich ihm ein bisschen mobst. Aufmerksamkeit schenke. Ein bisschen liebkosen, knuddeln, hupen. So, weißt du? Jetzt will er nichts mehr mit dir zu tun haben, jetzt ist er weggerannt.
Wollen wir hoffen, dass er nicht einen spontanen Knuddelanfall kriegt bei dir? Ich habe kein Problem damit, wenn er nicht bei mir auftaucht. Das ist total in Ordnung. Du hast nur ein Problem, wenn er dann auftaucht. Tag 18, wie viele Tage hat das Spiel? 30. 30 wundervolle Tage. Ich habe das schon weiter gemacht, als ich dachte. Ich dachte, ich sterbe spätestens bei Tag 13. Ja, jeder Tag lässt einen nur ein kleines bisschen leiden. Finde ich gut. Ja. Das Leid, das addiert sich mehr so irgendwie. Deshalb gibt es jetzt eine kleine Verschwurbelungspause für alle Anwesenden und die YouTuber dürfen jetzt getrost schon mal die nächste Folge anmachen. Ciao, ciao. Jo. Wir singen.